Es wurde jetzt sehr viel besprochen. Vor kurzem lief im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Sendung, in der das Z-Wort und das M-Wort normalisiert und gerechtfertigt wurden und damit die strukturelle Gewalt, die der Verwendung dieser diskriminierenden Sprache eingeschrieben ist, einfach unsichtbar gemacht wurde. Ein weiterer Diskussionspunkt in der Sendung war die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit der Polizei. Und zu beiden Punkten fallen mir zwei Begebenheiten ein, die ich kurz schildern möchte. Erinnern wir uns an den NSU-Komplex, der von Presse und ermittelnden Polizeibehörden unter dem ebenfalls merkwürdig kulinarischen Begriff der Dönermorde verhandelt wurde. 2007 wurde in diesem Kontext auf einem Parkplatz in Heilbronn die Polizistin Michelle Kiesewetter erschossen und ihr Kollege Martin Arnold schwer verletzt. Verdächtigt wurden unter anderem Personen, die sich am selben Tag als SchaustellerInnen auf dem Parkplatz aufgehalten haben, einer davon ein Rom. Die ermittelnden baden-württembergischen PolizeibeamtInnen reisten dem Mann nach Serbien hinterher und verhörten ihn dort zu dem Mordfall. Im Gepäck hatten sie einen Lügendetektor, den sie im Verhör verwendeten. Offenbar gingen sie mit dieser zweifelhaften Apparatur davon aus, dass sie nicht die Wahrheit zu erwarten hätten. In den Polizeiakten zum Mordfall Kiesewetter, die zum NSU-Prozess in München verhandelt wurden, ist zu lesen, dass die baden-württembergische Polizei die verdächtigte Person in Serbien durchgängig in den Akten als Z-Person bezeichnet. Sie wird in den Akten auch als ein typischer Vertreter seiner Ethnie beschrieben, demnach sei die Lüge ein wesentlicher Bestandteil seiner Sozialisation. Zitat Ende. Hierfür möchte ich Isidora Rancelovic zitieren, die sagt: Wer die deutsche Geschichte der Kriminalisierung und Erfassung von Romnja kennt, kann die Bedeutung dieser Akten, dieser Sprache sehr schnell historisch einordnen. So, auf einer Skala von 1 bis 10, wo ist Ihr Vertrauen in die Polizei jetzt? Ich helfe Ihnen gerne und schildere noch eine zweite Begebenheit. Am 19. Februar 2020 erschoss in Hanau ein Rassist und Verschwörungsfanatiker, bevor er auch seine Mutter tötete, 9 Personen. 3 davon waren Romnja. Ihre Namen sind Mercedes Kirpatsch, Kaloyan Felko und Willi Viorel Paun. Und ein junger Sinto war unter den Schwerverletzten. Der Vater des ermordeten Willi bekam sehr viel später das Handy seines Sohnes wieder und musste feststellen, dass dieser mindestens 3-mal die Polizei angerufen hatte, diese aber nicht ans Telefon gegangen war. Als der Hanau-Täter in einem der beiden der Tatorte, einer Shisha-Bar, wahllos Menschen erschoss, konnten die Gäste nicht fliehen. Jetzt wurde bekannt, dass der Notausgang der Shisha-Bar versperrt war, offenbar auf Anordnung der Sicherheitsbehörden, damit Gäste bei Shisha-Bar-Polizeikontrollen nicht fliehen können. Nochmal, auf einer Skala von 1 bis 10, wo ist Ihr Vertrauen in die Polizei jetzt? Und was war das nochmal mit der Soße? Was war nochmal das Interesse eines öffentlich-rechtlichen Senders, wenn sie eine Sendung produzieren, in der anstelle einer kritischen Betrachtung von Diskriminierung diese immer aufs Neue und zum Amüsement einer angenommenen Mehrheit der ZuschauerInnen wiederholt wird, als letzte Instanz quasi das Recht bestätigt wird, diskriminieren zu dürfen, während die Polizei, die durch NSU, durch Hanau, Halle und NSU 2.0 nun wirklich ein Legitimationsproblem hat in Deutschland, in der Sendung als schützenswert und unangreifbar dargestellt wird. Und durch Corona konnte bei dieser Studioproduktion ja kein Publikum anwesend sein. Die Abstimmung, die dann als letzte Instanz also entscheiden sollte, ob die Polizei geschützt werden solle oder nicht, oder ob die Soße Z-Soße heißen solle oder nicht, wurde nur von den Promis und dem Aufnahmeteam getätigt. Sie blieben alle unter sich. Eine weiße Soße, eine weiße Gruppe Fernsehleute, die einfach unter sich bleiben wollen. WDR, Weißer Deutscher Rundfunk. Good night, White Pride.